Ja, hallo zusammen. Der Halbmarathon in Berlin ist Geschichte. Das war vorgestern. Ich fühle mich gut. Bin immer noch ein bisschen muskulär auf jeden Fall. Das eine oder andere, das merke ich noch. Aber ich fühle mich gut und ich schüttel mal ein bisschen die Beine aus hier bei mir im Wald. Und ich mache dieses Filmchen jetzt hier schon mal, weil ich morgen eine Leistungsdiagnostik mache. Und da wollte ich einfach nur mal schon mal die kleine Einleitung zu filmen. Ich habe in Berlin gemerkt, es lief wirklich gut, aber den Schnitt von unter 4,15 zu halten über einen ganzen Halbmarathon, das war einfach nicht drin. Und ich würde jetzt gerne wissen, für die nächsten Wochen und Monate, wie sollte ich trainieren, was kann ich besser machen, damit ich da hinkomme, damit ich dann irgendwann meinen ersten Halbmarathon unter 90 Minuten laufen kann. Und deshalb freue ich mich sehr auf die Leistungsdiagnostik morgen. Und die mache ich beim Sven Stäub hier in Wuppertal-Kronberg bei Fühlbar Fit zusammen mit meinem Bruder. Und wir werden mal schauen, ob Stefan oder ich die besseren Werte hat. So wie ich jetzt gerade atme, glaube ich, Stefan gewinnt. Aber mal schauen. Wir werden eine kleine Challenge draus machen. Und ja, schaut es euch an. Viel Spaß. Da ist er. Sind wir hier richtig? Die sind wir richtig. Bist du fit? Ich hoffe. Ja, rein mit uns. Hallihallo. Da ist der Sven. Hi. Hi Sven. Ihr schön, zwei, alles gut? Grüß dich. Wie war das Wochenende? Ja, erfolgreich, schnell. Ne? Ich hoffe, da geht noch was heute. Das schauen wir uns gleich mal an, was da noch geht. Genau. Da geht noch einiges. Da geht noch einiges. Also wir machen jetzt gleich mit euch eine Atemgasanalyse, so heißt es umgangssprachlich, ist im Endeffekt wie eine Abgasuntersuchung beim Auto. Ja, also wir wollen gucken, wie viel Energie verbraucht ihr zum einen in Ruhe und zum zweiten unter verschiedenen Belastungen. Wir haben also bei der Atemgasanalyse einen riesen Vorteil, das ist einfach für jedes Leistungslevel, ja, weil A, braucht man keine maximale Ausbelastung. Man kann es machen, also wie jetzt gleich bei euch. Wir werden gleich gucken, wo ist wirklich euer Limit, also wo ist auch eure maximale Sauerstoffaufnahme. Aber der riesen Vorteil ist auch, dass Leute, die eben halt zum Beispiel Beta-Blocker oder irgendwas Ähnliches mitnehmen, können wir trotzdem also auch testen, ne? Weil wir dann einen submaximalen Test machen. Der reicht eigentlich für 90% der kompletten Trainingspläne, die man macht im Ausdauersport, völlig mit aus. Ne? Zum Zweiten, es wird also kein Blut abgenommen, ja, sondern wir werden gleich nur alles über die Atemgase machen. Atemgas geben. Atemgas geben. Nein, das ist total einfach, weil es wird gleich einfach. Ihr müsst nur atmen. Ja, sonst genau. Überhaupt gar laufen nichts. Und atmen. So sieht's aus. Haben wir denn die ganze Zeit einen Schlauch im Hals oder ist das? Nein. Also bei unserem Verfahren ist es so, dass man das also heutzutage nicht mehr mit braucht, sondern wir werden immer nur am Ende jeder Belastungsstufe bekommt ihr dann das Atemgerät. Halt das dann ca. 30 Sekunden ist das im Mund und dann bei jeder nächsten Belastungsstufe nehmen wir das wieder mit raus. Also man kann also ganz natürlich mit atmen. Okay. Let's do it. Ja, genau. Dann schauen wir uns das mal an. Ich würde sagen, Stefan fängt an, ne? Du darfst anfangen. Juhu. Zeig mal, was du kannst. Also wir hatten ein nettes Eingangsgespräch mit dem Sven und jetzt wird er uns noch erklären, wie das jetzt funktioniert, was wir hier machen und was wir überhaupt machen sollen und wohin wir brechen sollen, wenn uns schlecht wird. So sieht's aus. Okay, machen wir noch die Sauerstoffmasken von der Decke runter. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Ja, ist schön rum. So, jetzt mache ich dir einmal Schnupfen. Sitzt okay? Du bleibst einfach ganz entspannt sitzen. Was ist los bei dir? Ja. Ja, dann legen wir los. Okay. Ja, gehen jetzt auf 7 km/h. Das Laufband startet jetzt ganz entspannt.
Du siehst ein bisschen fettig aus. Tipptopp. Ja, da hat Stefan jetzt ganz schön was vorgelegt. Da muss ich jetzt erstmal nachlegen. Die Messlatte liegt hoch. Das kann man jetzt nicht so anders sagen. In my house. And honey, you're a little too loud. Or maybe just a little too proud. I want you on my breath. I need you on my breath. Was möchten Sie denn jetzt zu Ihrem Erlebnis sagen? Einmal Pizza Calzone. Aber geschnitten, ne? Sauber, Christoph. Da wolltet aber einer wissen, du. Klar. Das war sau anstrengend. Das war anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Und jetzt kriegen wir noch ein bisschen was zu hören. Ja, aber hallo. Gut, so, also. Dann gucken wir uns jetzt mal verschiedene Sachen an. Also klar, hier sieht man nochmal eben halt die Testmitübersicht, ne? Also einmal eure ganzen Daten mit. Ne? Wir sind dann bei euch bei 7 km/h gestartet, Stufenlänge war immer 2 Minuten. Ne? Die Kohlenhydrate sind immer nur in begrenzter Form vorrätig. Es ist eigentlich so, man spricht immer davon, man hat so 90 bis 120 Minuten Glykogen, also Kohlenhydrate. Wenn ich nachher in diese Intervalle mit reingehe, ist es sehr schwer, über die Herzfrequenz zu steuern, weil die Herzfrequenz sehr nachhängt. Mhm. Also vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, ja. Wenn ich jetzt sage, du willst in 4 Minuten Intervall laufen und bei, keine Ahnung, 180er Herzfrequenz, dauert es unheimlich lange, bis du überhaupt bei diesen 180 bist. Da ist bestimmt ein Drittel von dem Intervall bestimmt weg. Ja. Das würde ich eher versuchen, über die Pace zu steuern. Ja. Ja, weil die siehst du sofort und siehst, okay, ich muss noch ein bisschen schneller, muss noch ein bisschen haben. Also, ne, auch bei dir, ich muss mal im... Bitter. Übel. Nicht schön. Also auch bei dir, ne? Wir haben wieder 7 km/h sind wir gestartet, sind dann 8, 9, 10. Wir haben eine Stufe mehr gelaufen als bei Stefan, also Abbruch war 20 km/h. So, und jetzt auch hier sehen wir wieder, ne, bei den 7 km/h verbrauchst du 488 Kalorien. Also für mich heißt das jetzt auf jeden Fall, ich gehe öfter auf der Trasse laufen und mache easy. 10, 11 km/h. Du kannst eigentlich das Terrain frei wählen. Natürlich ist es einfacher in den Bereichen
oder seine, wenn ich über die Herzfrequenz steuere, ist natürlich einfacher im flachen Terrain das zu machen. Wenn du wellig trainierst und bist halt so hoch von der Herzfrequenz, dann heißt es halt auch mal vielleicht gehen, je nachdem, ja, welche Berge es damit sind. Ja. Definitiv. Ne, und das wird sich einfach dann für dich immer mit auszahlen. Es gilt einfach darum, deinen Körper zu programmieren, noch mehr die Energie aus Fetten zu ziehen. Ne, und dann verschiebt man dann einfach diese ganze Kurve dann weiter nach rechts, dass du dann einfach schneller laufen kannst, aber weiterhin auch die Energie aus den Fetten ziehst und nicht an den, ja, beschränkten Kohlenhydrattank mit angeht, ne? Weil die wollen wir weit hinten mit lernen. So. Wir haben es geschafft und ja, wir können nur Danke sagen. Gerne. Hat richtig Spaß gemacht. Hab mich gefreut. War auch gut. Das hat Spaß gemacht, ja. Das war auch schön, gut, ne? Hat er gesagt. Wir sind nicht durch die Scheibe geflogen, nichts passiert. Alles gut. Ja. Ja, und da habt ihr jetzt dann eure neuen Werte und dann könnt ihr draußen Gas geben. Das kann und noch besser werden. Weiterentwickeln. So sieht's aus. Ja, das cool. Wird's. Okay. Alles klar. Alles klar. Macht es gut. Schön. Tschüss. Zwei. Das war nett. Das war's. Das war's. Da kann man was mitnehmen. Also, wir werden unschlagbar. Unschlagbar. Es war anstrengend, aber jetzt wissen wir ein bisschen mehr über uns und wir werden, wie Stefan schon sagt, unschlagbare Raketen. Das und jetzt, sieht aus. Was gibt's jetzt? Gyros-Kalzone. Gyros-Kalzone. Tschüss.